Ja, moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Payday 2. Und wir sind hier gerade am Meth kochen in Reds. Ich habe leider nicht von Anfang an aufgenommen, weil ich nicht wusste, ob ich euch das hier zeigen möchte. Und doch, das möchte ich, denn ich habe einen neuen Build ausprobiert. Einen Dodge-Build mit einer Schrotflinte. Den habe ich mir mehr oder weniger selber zusammengebaut. Habe so ein bisschen was vermischt von anderen Leuten und das ist verdammt cool. Das macht echt Laune. Die Schrotze ist leider noch nicht so wirklich so gemacht, wie ich sie haben möchte. Ich teste auch noch ein bisschen rum, wo ich, sage ich mal, ein bisschen was verändern kann. Aber ihr seht schon hier auf Overkill, da rasiert die schon ganz gut. Aber gut, Overkill, da rasiert eigentlich fast alles gut. Also das ist jetzt nicht wirklich so ein Garant für Qualität. Aber es macht schon echt Laune. Es ist schon richtig, richtig lustig. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache bei dem Spiel, dass man richtig schön Spaß hat. Und das Ding ist auf jeden Fall richtig Hammer, die Schrotze. Ihr seht das auch, wie ich die hier rausballer. Leider Magazin ein bisschen klein. Reload ist allerdings on point. Das ist ganz schön. Ich hätte mir am liebsten noch Dings hier geholt, eigentlich. Vielleicht noch neue Munition oder so. Also andere Schrotzkugeln hier. Wer sieht schon? Hier. Da kann man schon ordentlich was machen. Ich denke mal, wenn man das Ding hier ins Gesicht von einem Bulldozer hält, richtig lustig auf jeden Fall. Müssen wir hier Meth kochen und das ist so die Aufgabe hier. Oh shit. So, und ich habe mich auch Inspire dabei und ich zeige euch die Skillung mal. Naja, wobei, brauche ich euch jetzt eigentlich nicht zeigen. Ich werde da später vielleicht mal drüber reden, so über die Skillung etc. pp. Ich will erstmal ein bisschen rumprobieren, euch ein bisschen daran teilhaben lassen an diesem, naja, Experiment könnte man sagen. Oh shit, ey. Ich habe mir eine Medic Bag hingesetzt, weil so oft kann ich jetzt nicht down gehen. Irgendwann werde ich dann nämlich in den Knast gesteckt und das wollen wir natürlich nicht. Wäre cool, wenn wir hier mal so ein Medic Bag hätten, so ein kleines, was man sich immer reinpfeifen könnte. Ja, mit der SMG bin ich eigentlich besser. So, da vorne haben wir jetzt einen. Von der Leaf Now. Five Bags ist decent. Sure. Ist noch der erste Tag, also wir haben noch ordentlich was zu tun. Werdet ihr sehen. Wir müssen hier nur ein bisschen Meth kochen. Ich bin jetzt aber nicht im Kochen. Ich kümmere mich hier um die Verteidigung. Oh fuck. Und die Dowser sind mein größter Feind bei dem Bild hier. Die haben mich jetzt schon so oft gedownt. Das ist echt übel. Aber okay, wir haben 5 Meth-Taschen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nicht perfekt, also es geht auf jeden Fall besser. Aber das ist schon nicht schlecht. Jetzt haben wir eine Fluchtmission hier. Wir müssen jetzt einmal fliehen. Ist auch nicht immer super angenehm. Aber ich denke, mit den Leuten geht das eigentlich fit. Die sind eigentlich ganz cool. Ich teste halt diesen Bild das erste Mal. Das heißt, ich bin noch nicht so wirklich grün mit dem Ding und weiß auch noch nicht, ob ich die Shotgun behalten werde oder eine andere nehmen werde. Auf jeden Fall bisher wirkt es alles ganz gut. Aber spielt sich ganz ordentlich. Ist halt mein erster Test und... Ja, fühlt sich... So. Gehen wir hier mal hoch. Knacken wir das mal eben. Und die Mucke geht schon los. Na, fast. Jetzt geht's los.
da oben sichern wir die Taschen. Ja, von hier oben kann ich natürlich nicht so gut darunter zielen. Also nicht so eine gute Offhand hier, da habe ich noch so ein bisschen. Eine schlechte Waffe hier. Aber gut, wir können damit vielleicht den einen oder anderen hier killen. Ist halt auch noch Overkill, weil wie gesagt, ich war mir nicht sicher. Das war schlecht, ey. Das war richtig schlecht. Oh fuck, da hinten ist schon wieder ein Dowser. Und noch ein Dowser down. Der Schaden ist schon nicht schlecht, wenn ich treffe. Wie das klingt. Der Schaden ist nicht schlecht, wenn ich treffe. Ups. Also hier unten kann ich momentan alles sauber halten. Die schießen von oben. Schön. Ja, sehr schön. Flucht ist geglückt. So muss das laufen. Ja, für die Flucht gibt es jetzt nicht so viel drauf, aber ein bisschen halt. Die ganze Kohle gibt es aber erst am Ende. Also an Tag 3. Jetzt müssen wir einen Code bekommen. Also gesehen, erst muss man das Meth holen. Und jetzt müssen wir das Meth gegen einen Code tauschen. Und den Code brauchen wir für ja, Tag 3 halt, ne? Das ist im Endeffekt so der Ablauf der Mission Rats. Habe ich früher sehr, sehr oft gemacht. Ist eine sehr coole Mission eigentlich. Aber wenn man die ganz oft gemacht hat, dann wird sie irgendwann so ein bisschen. Ja, dann wird sie irgendwann so ein bisschen unknusprig. So, jetzt holen wir die Information hier. Ja, scheiße, die haben uns reingelegt, wie es scheint. Sag mal. Was machen die denn da? Take the math, restart. Yo, ich bin hier auch gerade voll mit den Ghetto-Leuten. Ja, oder haben sie jetzt mal eben restartet? Das lief nicht so wie geplant. Anscheinend. Also ich war noch nicht down, deswegen hat es jetzt nicht gestört, aber wenn sie neu starten wollen. Sorry, my fault. Nimmt ihr die Schuld auf sich? Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ne? Kann ja mal sein, dass man verkackt. Passiert den Besten. Passiert mir auch ständig.
und ich bin nicht ansatzweise die Besten. Also von daher, ne, ist nicht schlimm. Aber trotzdem nett, wenn sie sich entschuldigen, finde ich. Go to the apartment and get what we came here for. Wrong apartment. It's a trap again. Ja, wird die Falle wieder sein. The info is in the safe. I'll open it. No funny shit, or you die. Okay, we got what we need. Tommy, get out of there. Oh, wie cool, ey. Oh Gott. Oh ja, jetzt klauen wir das Meth hier zurück. Richtig gut. So. Okay, haben das ganze Meth. Sehr schön. Ganze Meth wieder zurückgeklaut. Ach, ich liebe die Mission. Also was das da geht, dieses Zurückklauen von Meth, das ist einfach so genial. So, Bushaltestelle. Ach stimmt, genau, und am Ende muss man... Genau, und jetzt kommt so ein Bus. Und das ist ziemlich übel. Da muss man ganz, ganz schnell sein. Und zwar im Bus sind halt so Koffer drin. Und in diesen Koffern ist halt Geld. I need to find the case here. Auf jeden Fall darf man, muss man ganz schnell sein bei den Dingern da. Genau, ist das C4. So. Das wird jetzt interessant. Gerade mit den ganzen C4, das ist echt übel. Wenn man da nicht rechtzeitig reagiert, hat man echt ein Problem. Aber hey, der ist sogar gleich schon da. Oh, da kommen sie schon. Da ist ein Glocker. Glocker weg. Den wollten wir eben weghauen, damit er uns später nicht die ganze Tour versaut hier. Weil das können die nämlich sehr, sehr gut, die Brüder. Einfach mal die Tour versauen. Noch einer down. Ah, ich kann da gar nicht durchschießen. Ich dachte, ich hätte das geskillt. Damn it, ey. Ich dachte, ich hätte das geskillt, aber nee, das war, glaube ich, in der anderen Skillung drin. Da kann man dann alles Mögliche durchschießen an Armor. Das war ein
galt auch für die Schilder. Scheiße, sind weitergelaufen. Okay, die haben sie. Ah, der hält. Ja, der hält hier. Sehr schön. Perfekt. Da werfen wir jetzt die Geldtaschen rein, die wir halt aus dem Bus haben. Oh fuck, ey. Irgendeiner hat's da auf mich abgesehen. Oh, die sind schon alle da. Ach so, die sind schon. Ach so. Oh, ich hab doch gar nicht gerallt. Nein! Ja, ich hab's noch geschafft. Oh, ich hab's noch geschafft, ey. Das war aber knapp, ey. Ja, sehr schön. Der lautlose Killer. Netter Mod. Ja, das war doch mal eine spannende Folge mit einer neuen Skillung. Die ist weitaus interessanter, finde ich, als die andere. Und ich werde die noch ein bisschen verfeinern, noch ein bisschen drüber nachdenken, welche Waffe ich da nehme. Und vielleicht werde ich noch ein bisschen rumspielen. Auf jeden Fall, Dodge an sich ist echt cool. Und ja, werde ich auf jeden Fall ein bisschen rumexperimentieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen nie vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.